Sie haben das Buch geschrieben, Der digitale Burnout. Um was geht es in dem Buch in erster Linie? Das Buch beschäftigt sich mit den Folgen, die Smartphones auf unser Leben, auf unsere Psyche, auf unsere sozialen Strukturen haben. Sie haben dazu ein Programm entwickelt mit Ihrem Team. Was hat das Programm für Eigenschaften oder wie funktioniert dieses Programm? Also unsere Mental-App ist im Grunde genommen die Waage für Ihre digitale Diät. Das heißt, die App ermittelt, wie lange Sie online sind, wie häufig Sie online sind mit Ihrem Telefon und welche Apps Sie da hauptsächlich nutzen. Das heißt, Sie können damit sehen, im Grunde genommen quasi digital, wie fett bin ich. Das ist so ein bisschen eigentlich der erste Schritt bei jeder Diät. Ich kaufe mir eine Waage. Oder jede Frau hat irgendeine Jeans irgendwo zu Hause hängen, in die sie gerne wieder reinpassen würde. Und das ist natürlich auch nichts anderes als immer eine Quantifizierung. Wie sieht denn diese Jeans aus? Wie kann man sich die vorstellen? Naja, das ist im Grunde genommen, in diesem Fall ist eine App, die wir auf den Android-Telefonen installieren. Die kann man sich runterladen. Und die sammelt auf dem Handy so kleine Events, so App eingeschaltet, zu einer anderen App gewechselt, schickt das zu uns an den Server und wir berechnen da, wie lange, wie häufig, welche Apps sind das, mit welchen Kontakten rede ich hauptsächlich. Und das kann ich mir dann auf verschiedene Arten und Weisen in der App anzeigen lassen. Wie kamen Sie auf die Idee, das zu entwickeln? Da sind ein paar Dinge, die zusammengekommen sind. Ein fundamentaler Faktor ist mein eigenes völlig unverantwortliches Smartphone-Verhalten. Die anderen beiden Aspekte waren aber auch, dass wir das überhaupt erstmal wirklich auch erforschen wollten. Also das ist auch ein großes Forschungsprojekt, weil wir auch erstmal Daten erheben wollten, um zu schauen, wie benutzt der Deutsche denn sein Smartphone wirklich, um das so von diesem anekdotischen, feuilletonistischen Niveau hochzuheben und jetzt ein wissenschaftliches Fundament zu legen. Und das Letzte ist, dass wir Informatiker sind und für unsere Tools brauchen wir richtig große Daten, aber die gibt es irgendwie immer nicht so richtig. Die gehören dann Google, damit kann man nichts machen. Also waren wir auch froh, selber was machen zu dürfen. Worauf lassen sich die Forschungsergebnisse oder auch die Ergebnisse, worauf Sie in Ihrem Buch kommen, runterbrechen? Die erste Zahl, die man sich anschaut, ist 2,5 Stunden Smartphone. Und 2,5 Stunden ist schon ein Haufen. Also ja, man quasi schiebt ein paar Sachen aus der alten Welt in das Smartphone rüber, aber 2,5 Stunden in Summe, das ist schon substanziell. Also in den 80er Jahren wurde uns immer erklärt, wir müssten nur 10 Minuten am Tag dieses Fitnessgerät benutzen und wären total fit, aber wir sind es nicht, weil 10 Minuten ist schon ein immenses Commitment. Jetzt reden wir über 2,5 Stunden. Das ist aber nicht die dramatische Zahl. Also der Deutsche schaut gerne auf diese 2,5 Stunden, weil das ist vertrödelt, Prokrastination, das liegt dem Deutschen nicht, das ist ihm ein Dorn im Auge. Die viel dramatischere Zahl, das sind 55 Einschaltvorgänge. Also oder 53 Einschaltvorgänge. Und 88 Mal am Tag wird das Handy quasi entriegelt, also nur angeschaltet, also nur den Bildschirm angemacht und davon 53 Mal wird das jetzt wirklich entriegelt, man geht rein und macht was. Und das ist eigentlich die Zahl, die interessant ist. Das heißt, wenn ich meine 24 Stunden nehme, minus 8 Stunden Schlaf, habe ich 16 und teile die durch 53, dann komme ich ungefähr auf 18 Minuten. Also im Schnitt alle 18 Minuten interagiere ich mit dem Telefon. Jetzt ist das aber natürlich, haben wir nur das Telefon gemessen. Manche Leute haben sogar noch ein zweites, die haben dann aber auch noch einen Laptop, die haben einen Fernseher und dann gibt es die reale Welt auch noch mit ihren Unterbrechungen. Das heißt, was am Ende vom Tag ist, ist es nicht die Botschaft, dass von dem Tag 2,5 Stunden fehlen, sondern der ganze Tag ist im Grunde genommen ruiniert durch so eine Fragmentierung. Also das kann man sich im Grunde genommen auch ziemlich schön quasi vor Augen führen, wenn man zwei identische Nutzer hat und der eine macht morgens 1 Stunde Smartphone und der andere macht am Tag 60 mal 1 Minute Smartphone. Dann haben beide nur 1 Stunde verloren, ja, aber der erste, der hat einen ziemlich normalen Tag nach dieser Stunde, während bei dem zweiten ist der ganze Tag kaputt. Das ist im Grunde genommen die zentrale Botschaft. Es ist so ein permanentes Multitasking. Sie haben ja gesagt, Sie haben ein eigenes katastrophales Smartphone-Verhalten. Haben Sie das selbst schon in Angriff genommen, nach diesen Forschungen umzustellen? Oder? Also die Frage ist jetzt erstmal eigentlich, wo kommt das her? Also weil bevor ich das umstellen kann, muss ich mir irgendwie im Klaren sein, was sind die Beweggründe, wie funktioniert das Ganze?
Und tatsächlich hängt da ein ganzes Menschenbild hinten dran. Und das ist nicht das Menschenbild einer großen rationalen Entscheidung. Das ist nicht so wie, ich kaufe jetzt ein Auto und wäge da irgendwie ab zwischen dem einen und dem anderen. Das ist nicht, dass ich sage irgendwie, zurzeit läuft es nicht so richtig an der Arbeit und es könnte sein, dass was passiert, weil mein einer Kollege möchte mich mobben und wenn ich diese E-Mail von meinem Boss jetzt nicht rechtzeitig lese, dann verliere ich meinen Job. Und deswegen, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, beschließe ich jetzt, das Telefon einzuschalten. Das ist ja nicht so. Das nicht 55 Mal am Tag so. Das heißt, dieses Verhalten, das sind keine rationalen Entscheidungen, sondern das sind irrationale, unterbewusste Automatismen, die da ablaufen. Also wir landen im Grunde genommen bei Daniel Kahneman, diese Thinking Fast, Thinking Slow, also Reizreaktion, dieses Type 1, Reptile Brain. Das ist dieses Verhalten, was uns mit diesem Handy irgendwie interagieren lässt. Und da tun wir und Deutsche uns natürlich besonders schwer, weil wir uns immer für so klug halten. So in einer Reihe Schopenhauer, Kant und dann ich und so ein Hirn. Aber auch Schopenhauer und Kant laufen zum Großteil auf diesen unterbewussten Automatismen. Das ist ganz wichtig zu erklären, ganz wichtig einmal sich klar zu machen, weil da jetzt natürlich eine völlig andere Strategie irgendwie davon abhängt, wie ich hinten rauskomme. Wenn das im Frontalkortex eine große Entscheidung ist, so wie ich kaufe mir einen Pelzmantel, ja, dann erklärt man den Leuten mal kurz, dass das einfach ziemlich doof ist und dann sagen die, ja, nee, ich kaufe mir keinen Pelzmantel. Also frontale Entscheidung Frontalkortex-Entscheidung kann man rational irgendwie, denen kann man rational begegnen. Aber bei irrationalen Automatismen funktioniert das überhaupt nicht. Und wir haben uns da extrem schwer getan beim Rauchen. Also ich kann ja sagen, oh, guck mal hier, Lunge, 38 Jahre, total schwarz, Krebs, tot. Ja, haben Sie jetzt verstanden? Können Sie aufhören mit dem Rauchen? Ja, nee, es hat nie so funktioniert, sondern das Erste, was man macht, ist, ja, man geht rüber zum Edeka und man kauft sich all die Produkte, die die Firma Wrigley's dagelassen hat. Und ich muss jetzt das Gebäude anders verlassen, nicht an dem Seitenausgang, wo die Raucher immer stehen, weil dann bieten die mir eine Zigarette an, erst wollen die mit mir schnacken und dann bieten sie jetzt, dann bin ich wieder dabei. Das heißt, es geht darum, sich selber auszutricksen auf eine unterschwellige Art und Weise. Also einen Lebensrhythmus und eine Lebensumgebung zu schaffen, die, wenn man den Autopiloten anlässt, einen in eine gesunde Richtung lenken. Jetzt natürlich immer einfach Tipps zu geben. Es gibt Ratgeber, die sagen, wie die Eltern erklären wollen, wie sie ihren Kindern Grenzen setzen in der Smartphone-Nutzung. Welche Tipps kann man denn den Erwachsenen geben? Weil die Erwachsenen sind ja, wie man wahrscheinlich festgestellt hat, nicht viel besser als die Kinder. Ja, die Erwachsenen sind mindestens so schlimm wie die Kinder. Das Erste, was man machen, also man versucht im Grunde genommen, entweder das Ganze zeitlich und räumlich einzuschränken. Das heißt, räumlich einschränken wären Faraday'sche Zonen. Also Nummer eins, kein Smartphone im Schlafzimmer. Das bedeutet auch, man braucht einen richtigen Wecker, so mit zwei Zeigern. Ansonsten, wenn ich das Smartphone morgens als Wecker benutze, dann klicke ich quasi den Wecker. Aber warte mal, das sind schon wieder 23, die erste 15 Minuten weg. Ich bin noch gar nicht richtig wach, aber die 15 Minuten sind weg. Also das heißt, ich brauche einen richtigen Wecker, Smartphone, nicht im Schlafzimmer. Ich kann das jetzt noch beliebig aus, also kein Smartphone auf der Couch. Also das ist die Regel Nummer 1 von jeder Diät, es frisst nicht auf der Couch. Also nicht in einem Dämmerzustand irgendwie, dann habe ich mir zwei Packen Chips reingefahren oder anderthalb Stunden weggeklickt. Das geht an dieser Stelle dann fließend über in das Ganze zu verzögern. Also was ganz viele Dinge am Smartphone in diesen Automatismen so interessant macht, ist, dass zwischen meiner Handlung, also dem Klick und dem Ergebnis, das Katzenvideo, dass da nur Millisekunden liegen. Deswegen ist dieses Katzenvideo so interessant. Das ist nur eine kleine Belohnung, ist nur ein kleines, doofes Katzenvideo, aber im Millisekundenbereich, das macht das interessant. Also das kann man mathematisch sogar tatsächlich so modellieren. Das heißt, die eine Herausforderung gilt im Grunde genommen da irgendwie einfach eine Pause dazwischen zu packen. Und zwischen ich möchte was und ich mache das jetzt. Und wenn ich dann eine Pause habe, auf einmal ist das Katzenvideo nicht mehr interessant. Das sind total stupide Dinge. Das ist die Frage, wo am Körper, mein Smartphone, habe ich es in meiner Jackentasche oder in meinem Rucksack?
Weil dann gehe ich runter an die Bushaltestelle, der Bus ist nicht da und schwupps. Aber warte mal, jetzt den Rucksack abzählen und dann muss ich da drin rumfischen. Ah, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und das geht fließend über, im Grunde genommen, von dem, was ich eben als faradaysche Zonen beschrieben habe. Tatsächlich haben wir das den Rauchern ja auch so abgewöhnt. Wir haben gesagt, ihr lieben Raucher, ihr dürft so lange und so viel rauchen, wie ihr wollt. Ich hätte nur gerne, dass sie vorher die Stiefel und den Mantel anziehen und raus vors Haus. Da habe ich gerade keinen Bock, mache ich später. So, und genau auf diese selbe Art und Weise, also durch so eine Pause, ist das Katzenmieder war immer auch uninteressant. Das sind grob ungefähr so die, man kann es auch zeitlich einschränken. Es gibt einen sehr berühmten Internetinvestor in den USA, der macht digitalen Sabbat, er ist Jude, digitalen Sabbat, also Freitagabend bis Samstagabend. Kein Smartphone, kein Laptop, kein Fernsehen. Das ist relativ einfach zu kommunizieren. Nach spätestens 6 Wochen weiß jeder Freund das und dann funktioniert das. Der ist aber halt auch schon verheiratet. Also wenn sie jetzt irgendwie 17 sind und jetzt mal so eine Freundin brauchen, wo sie auch mal anfassen dürfen, ja, da geht das nicht. Und spätestens da merkt man, es wird nie so eine One-Size-Fits-All-Digitale-Diät geben. Also alles, was ich jetzt eben so zu digitalen Diäten erklärt habe, ist Hausmannskost. Also ein Tag die Woche fasten. Wenn das funktionieren würde, dann gäbe es im Buchladen nicht schränkeweise Bücher über wie kann ich jetzt Diät machen. Und das ist natürlich bei Content, bei Medien mit den temporalen Strukturen mindestens so komplex wie so ein Ernährungsraum. Also wir laufen erst los und sind dabei, das eigentlich erst auszuprobieren. Das wiederum macht es für Schulen sehr schwierig, weil was soll ich dem Kind denn jetzt unterrichten? Also eine Pädagogik geht davon aus, dass wir wissen, dass 2 plus 2 4 ist. Und die Frage ist jetzt nur, wie kriege ich es in dieses Kinderhirn rein? Aber wenn ich die Aussage, also wenn ich schon keine kluge Strategie habe, was soll ich jetzt unterrichten? Und das macht es da dann nochmal besonders schwierig. Im Grunde genommen laufen wir als Gesellschaft erst los. Der ganze Bereich digitale Diäten beschäftigt sich im Grunde genommen mit meinem eigenen Verhalten. Also mit repetitivem Checken. Ich muss nochmal kurz gucken, nochmal hier klicken, ich muss nochmal kurz gucken. Wir hatten als Problem im Grunde genommen identifiziert diesen fragmentierten Alltag. Und die andere große Quelle in diesem fragmentierten Alltag, das sind natürlich externe Unterbrechungen durch Kommunikation. Dass mir irgendein Freund irgendeinen Scheiß ins WhatsApp reinreicht und dann piept das bei mir auf und reißt mich aus meinem Denken raus. Und das heißt, in diesem Fall, also das müssen wir auch irgendwie adressieren. Und das kann ich nicht mit mir selber machen, weil wir hängen ja von anderen Leuten ab. Das heißt, da geht es eher darum, dass wir wieder so eine zum Kommunikationsetikette zurückfinden müssen, die wir früher mal so hatten. Kommunikationsetikette in dem Sinne 80er Jahre, zwischen 12 und 3, ruft man die Leute nicht an. Aha, wieso denn ja? Weil die Leute dann genervt sind. Und jetzt ist es irgendwie okay. Ich kann ihnen morgens um 1:30 eine WhatsApp schicken. Ist irgendwie okay. Und wie groß darf dann mein Erwartungshorizont sein, wie lange sie brauchen, diese WhatsApp zu beantworten? Eine Minute? Eine Stunde? Ein Tag? Eine Woche? Oh, es ist so irgendwie anything goes. Also das ist quasi eine Anarchie, in die wir da entlassen wurden. Und da geht es wieder drum, also wir müssen anfangen, auch so, dass dadurch, über Medien, dadurch, dass wir hier drin hier jetzt darüber reden, dass wir anfangen, miteinander zu reden, wie wollen wir wieder miteinander kommunizieren und wie können wir dabei gegenseitig Rücksicht auf unsere geistige Gesundheit nehmen. Jetzt klingt natürlich der Titel des Buchs Digitaler Burnout sehr, sehr dramatisch. Wie würde denn ein digitaler Burnout letztendlich aussehen? Gut, das Bücher müssen dramatisch klingen, Buchtitel müssen dramatisch klingen, ansonsten verkauft man keine Bücher. Tatsächlich ist das Buch deutlich ausbalancierter. Also es geht nicht darum zu sagen ja oder nein. Das ist im Übrigen auch ziemlich zweckfrei. Also ich kann Ihnen sagen, ja, das ist total schädlich. Und jetzt ist das Buch zu Ende und alles, was ich Ihnen jetzt mitgegeben habe, sind Schuldgefühle. Da sind wir Deutschen auch super drin, also Schuldfrage geklärt, dann können wir jetzt aufhören. Aber das ist nicht die Aufgabe, sondern die Frage ist eigentlich, wie komme ich jetzt raus? Oder was gibt es jetzt zu tun? Man kann sich das auch anders angucken. Also eigentlich bei fast allen digitalen Themen zurzeit ist der Diskurs noch ziemlich banal. Da habe ich auf der einen Seite einen reaktionären Nostalgiker. Früher war alles später, besser. Und in deinem Alter habe ich Homer gelesen und aus mir ist auch was geworden. Gut, also alles verbieten quasi so. Das ist der und
1995 war die Krönung der menschlichen Zivilisation und wir streben nur zurück nach 1995. Das ist so Option A. Option B ist mehr so die amerikanische Version, so ein fatalistischer Optimist. Also man kann das sowieso nicht aufhalten, will man aber nicht, weil es wird total geil. Und wir werden bessere Menschen und größere Demokraten, indem wir mehr Technik auf die Menschen. Das ist genauso trivial. Und die Frage ist eigentlich in der Mitte. Also die Kiste kommt und es lässt sich nicht aufhalten. Das heißt aber nicht, dass man das nicht mitgestalten kann und nicht, dass es kein Imperativ gibt, das dann auch mitzugestalten. Das Problem, was man dann merkt in der Mitte, das ist ziemlich tricky. Der eine Typ, um zu sagen, alle Regler auf Null, ja, wie viel Gehirnzellen brauche ich dafür? Ja, wahrscheinlich keine einzige. Und auf der anderen Seite sagen, nein, ich weiß es, alle Regler auf 100. Ja gut, das ist auch. Und ja, die Antwort ist in der Mitte, aber die ist viel schwieriger, als irgendeiner von diesen beiden intellektuell in der Lage wäre, irgendwie beizutragen. Vielen Dank.